Hallo liebe Freunde von Altköln, euer lieber Literat, der Stefan hat mich angerufen und gesagt, dass es bei euch eine WhatsApp-Gruppe gibt, die 120 Personen fasst und die gerade, ja wie soll ich sagen, Trauerbegleitung brauchen. Oder soll ich eher sagen, vielleicht ein paar aufmunternde Worte, die ich jetzt eigentlich auch selber ganz gut gebrauchen könnte. Denn normalerweise würden wir heute eine wunderschöne Veranstaltung zusammen haben. Ihr hättet sie organisiert, ich dürfte bei euch auf der Bühne stehen, hätte bei euch auf der Bühne stehen dürfen, nämlich die Volkssitzung, die legendäre Volkssitzung am Neumarkt, die wäre heute gewesen. Leider Gottes kann aus bekannten Gründen das Ganze ja nicht stattfinden, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, es wird eine bessere Zeit geben. Und wenn ich jetzt die Nase aufsetze, dann wisst ihr auch genau, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. 2040, Coronavirus endlich fort, dennoch traurig, 80% der Ehen kaputt. Durch das plötzliche Ende der Maskenpflicht sahen viele zum ersten Mal dem Partner sein Gesicht. 20%, die davon nicht betroffen, haben sich jenseitig schön gesoffen, sahen die sich auch mal nüchtern ins Gesicht. Leider nicht. Es wird endlich wieder Fastelovend gefeiert. Prinz Sven der Erste wird feierlich zum 20. Mal in Folge proklamiert. Bauer Gerion trägt nach 20 Jahren Homeoffice statt Ornat jetzt ein Zelt. Björn Braun schreibt Geschichte, älteste Jungfrau der Welt. Quatsch, ich höre jetzt auf damit. Es wird natürlich nicht bis 2040 dauern, bis wir endlich wieder Fastelovend feiern können. Das wird nächstes Jahr schon der Fall sein. Und ich bin ganz sicher, dass wir uns dann bei einer eurer tollen Veranstaltung gesund und munter wiedersehen können. Also bleibt im Herzen positiv, bleibt fit, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, liebe Freunde von Altköln.